Alle Menschen sind gleich vor Gott, aber nicht immer im Leben. Als Christen ist es unsere Aufgabe, einander zu helfen. Darum fördert Renovabis soziale und pastorale Projekte für und mit Menschen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Oft haben Kriege hier ihre Spuren hinterlassen, vor allem in den Herzen der Menschen. Renovabis unterstützt Projekte, die auf Initiative der Menschen vor Ort ins Leben gerufen wurden. Zum Beispiel die 7 Europaschulen in Bosnien und Herzegowina. Hier lernen und leben Kinder verschiedener Ethnien und Religionen zusammen. Keine Selbstverständlichkeit, aber ein Zeichen, dass ein respektvolles, friedliches Zusammenleben möglich ist. Versöhnung, Gerechtigkeit, Frieden und Hoffnung. Auch für die jungen Menschen in Litauen ein wichtiges Thema. Viele verlassen ihre Heimat, weil sie keine Perspektive sehen. Daher fördert Renovabis hier besonders Projekte in der Pastoralarbeit mit Familien und Jugendlichen, damit junge Menschen eine Zukunft in ihrem Land haben, im Leben und in ihrem Glauben. Jahrelanger Krieg hat auch die ohnehin schwierige Lebenssituation der Menschen in der Ostukraine weiter verschärft. Zerstörte Häuser, Menschen in Angst und viele Kinder, die besonders betroffen sind von den Folgen des Krieges. Um diesen Kindern ihre schwierige Situation etwas erträglicher zu gestalten, unterstützt Renovabis auch hier Projekte vor Ort. Hinsehen statt wegsehen. Hilfe zur Selbsthilfe geben. Vor allem möchte Renovabis auf die Situation und die Lebensumstände der Menschen im Osten Europas aufmerksam machen, die hier bei uns in Deutschland vielleicht allzu oft aus dem Blick geraten sind. Seit 1993 unterstützt Renovabis rund 23.000 Projekte in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Es ist so wichtig, all diese Menschen nicht alleine zu lassen. Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort konnten wir in den vergangenen Jahren viel voranbringen. Aber es bleibt auch noch viel zu tun. Viele unserer Partner werden auch auf Zukunft Unterstützung brauchen. Deshalb bitte ich Sie, helfen Sie uns zu helfen. Unterstützen Sie uns durch Ihre Solidarität, durch Ihr Gebet und mit Ihrer Spende. Vielen herzlichen Dank. Musik.